Tja, hallo an meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, was soll ich sagen? Mein letztes Video war ja nicht so der Knaller, nicht? Aber bevor ich zu den Hater-Kommentaren komme, möchte ich nur mal eins sagen. Ich habe Freitag, habe ich mit Linkman Reloaded und Pascal eine Folge Time Paradox Minecraft aufgenommen. Könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich werde es hier oben mal verlinken, nur für euch, dass ihr mal da reinschauen könnt. Ich habe da auch eine Rolle gesprochen. Mega cool auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Folge rauskommt am Sonntag. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Warum das Video so spät kommt, ist, ich hatte nicht wirklich viel Zeit und, aber das wisst ihr ja, das ist ja immer das Gleiche. Deswegen vergleiche ich mich ja schon wieder mit Drachenlord. Aber wie schon gesagt, seht ihr gleich und, wie schon gesagt, Intro ab und so. Alter, was ist... Nein, warte. So, würde ich mal sagen, hier, kommen Sie mal ran mit den Kommentaren jetzt, hier ran. Eigentlich bist du genauso wie der Drachenlord, einzig mit der Ausnahme, dass du das Glück einer privilegierten Sozialisation genießen durftest. Ansonsten bist du wie der Drachenlord intellektuell als auch kulturell auf dem Stand eines präpubertären 12-Jährigen. Siehe dein Intro. Tja, was mich vielleicht noch vom Drachenlord unterscheidet ist, dass ich verheiratet bin, zwei Kinder habe und einen festen Job. Ja, ganz sicher doch. Klingt das so unglaubwürdig? Ja, wenn ein fetter hässlicher Versager von Dreck redet, von dem er keine Ahnung hat, klingt das unglaubwürdig. Also wenn ich mir dein Profilbild so anschaue, wo sich ja die meisten dahinter verstecken und das eigentlich besser machen sollten, kannst ja nur dich meinen. Also ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich habe Freunde, Community und meine Abonnenten, ja, es ist ja Community, verdammt, die mich so nehmen, wie ich bin. Also brauche ich mich definitiv nicht zu verstecken und die können mir auch das Gegenteil beweisen. Aber was hast du denn da eigentlich da unten in deinem Keller? Ne? Ich muss mich nicht im Schutze der Anonymität verstecken, um mich über andere lustig machen zu können. Also reißt die Klappe mal nicht so uff, ja? Wenn ich mir deine Fresse anschaue, gefällt mir mein Profilbild immer besser. Du bist ein Vollidiot und das untermalst du mit diesem Video wieder exzellent. Leider auch das Einzige. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir trotzdem alles Gute mit deiner Behinderung. Oh, habe ich da jetzt einen Nerv getroffen? Oh, das tut mir ja so leid jetzt. Ehrlich. Du kannst mit deinen Bros so viel um Frauen streiten, wie du willst. Die Frauen wollen dich eh nicht. Sorry, Bro. Alter, ich brauche mit meinen Bros nicht zu streiten, ja? Ich bin schon verheiratet. Wenn du meine Videos schauen würdest, dann wüsstest du das. Lieber Avenger, ich muss dir ein großes Kompliment aussprechen. Viele eingeschränkte Personen verstecken und ziehen sich aus dem normalen Bett zurück. Du bringst den Mut auf, dich trotz deiner Behinderung vor die Kamera zu stellen. Was habt ihr denn mit der Behinderung? Oh Scheiße, Daumen hoch dafür, dass du so einen wichtigen Grundstein für Inklusion legst, Alter. Wenn man nicht genau hinsieht und zuhört, kann man meinen, du hast gar keine Behinderung, Alter. Ich finde das echt super und voll dufte, dass du dich so viel traust. Lass dir nichts erzählen, dass Menschen mit Handicap dies oder das nicht können. Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, Bruder. Peace out, man. Sehe ich wirklich so aus? Also ich finde es toll, dass du versuchst, trotz deiner Behinderung Videos zu machen. Hör nicht auf die Hater und bleib stark. Um erfolgreicher YouTuber zu werden, hast du viel zu wenig Jump Cuts verwendet, mein Dickerchen. Das mit den Clickbaits hast du ja schon drauf. Meinst du wirklich, ich habe zu viele Jump Cuts verwendet? Oder zu wenig? Nee, kann ich jetzt so nicht... Alter, und wo zur Hölle war das Clickbait? Habe ich vielleicht irgendwas in meinem Titel oder in der Thumbnail nicht drin stehen, was in dem Video nicht vorkam? Oder kommst du da drauf einfach, weil du der Annahme bist, dass ich den Drachenlord verwendet habe, nur um mehr Klicks zu generieren? Dann musst du jetzt natürlich auch Herr Newstime, Alblali, Klingan und wer auch immer Videos über den Drachenlord gemacht hat, dafür verurteilen, dass er Drachenlord in seinem Titel mit drin hat, wegen Clickbait und so. Aber nein, hey, das geht ja natürlich nur die unter 100.000 Abonnenten. Ach, hab ich vergessen. Mein Fehler. Avenger, du Drecksau. Ich werde niemals meine Ruhe haben. Du lernst mich jetzt richtig kennen. Bald platzt die Bombe. Ich bring dich in den Knast und in die Forensik. Jetzt reicht es. Alter, ich will jetzt echt nichts sagen. Aber ich bin nicht derjenige, der auf meinen Kanal gekommen ist, mit dem Beleidigungen angefangen hat. Und wofür zur Hölle willst du mich in den Knast bringen? Mir fällt bei mir überhaupt gar nichts auf, was ich geäußert haben soll. Wofür sich nicht jede Staatsanwaltschaft Deutschlands oder vielleicht sogar der ganzen Welt nicht darüber kaputt lachen würde, wenn so ein Video da drin auftaucht und mich anzeigst wegen sowas. Also bitte. Du bist nur einer dieser Baphomet-Jünger, die mich spirituell drangsaliert. Wenn ich von euch Satansanbetern dahingerafft wurde, werde ich dich nach meinem Tod als maskierter, nackter Ninja heimsuchen.
Alter, du solltest hier ganz, ganz schnell Hilfe besorgen. Weil das, was du da äußerst, das deutet auf krasse Depressionen hin, Alter. Für diese Beleidigung an meiner Person bist du fällig. Ich werde dich gesellschaftlich zerstören und die forensische Psychiatrie einweisen lassen. Ihr NWO-Jünger, glaubt doch, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Nicht mit mir. Kaputt, Mordhuben. Moment. Verarschst du mich gerade? Du wirst schon noch sehen, was ein Wesen, wie ich es bin, zu leisten imstande ist. Nach Johann von Grafenfeld und Karl-Heinz Hess stehst du als nächstes auf meiner Liste. Innenminister de Maizière und die Staatsanwaltschaft ist bereits informiert. Mit mir nicht. Okay, Bro, ich merke schon, dass mit dir darüber zu sprechen, als wärst du ein Erwachsener, das ist einfach nicht möglich. Also, wie schon gesagt, schwamm einfach drüber. Ich wünsche dir alles Gute in deinem kleinen Keller da unten, ja, und... Na? Lösch dich. Oh Mann, schon wieder so ein einfallsreicher Kommentar. Ist das nicht toll? Natürlich habe ich aber auch meine Community, meine Brüder, meine Familie, die meine Ehre mit einem Kommentar verteidigen. Das seht ihr jetzt. Wo kommt denn dieser ganze überzogene Hass in den Kommentaren hier? Traurig, dass so viele Leute einem heutzutage nur den Mund verbieten wollen, wenn man seine eigene Meinung äußert. Konstruktiver Kritikpunkt von meiner Seite. Schreib noch irgendwo in die Beschreibung, dass es einzig deine Meinung ist, damit es auch der Letzte versteht. Des Weiteren möchte ich nochmal die Community dazu auffordern, bitte explizit zu erläutern, was der Bauchumfang mit dem Intellekt zu tun hat, da mir kein Zusammenhang bekannt ist. Liebe Grüße, Mason. Tja, natürlich gab es auch viel, viel intelligentere Leute, die gehatet haben, die alles hinterfragt haben, die das Video fast komplett geschaut haben. Eine davon lief sogar, also die ließ sogar richtig mit sich reden, wo ich ihr dann erläutert habe, was ich mit dem Video eigentlich erreichen wollte. Mir ging es nicht darum, dass das Drachenlord gehatet wird oder dass es ein Idiot ist oder nicht. Ich wollte ihn nicht verteidigen. Ich wollte lediglich sagen, die Leute sollen das Dorf in Frieden lassen. Also praktisch die Nachbarn, die sollen keine Sachschäden verursachen oder sonstige Geschichten. Darum geht es mir, dass das alles auf einer verbalen Ebene bleibt. So wie das Erwachsene halt so tun. Aber da halt so viele nicht erwachsen genug sind oder im Geiste halt noch wie ein Zwölfjähriger. Habe ich dich getriggert, hä? Rainer, für deinen Kommentar. Ja, wie schon gesagt, die meisten von denen haben das Video gar nicht richtig angeschaut. Ja, und haben dann einfach blind irgendwas dahingeschrieben. Vor allem mit diesen Behinderungen. Alter, ich hab's nicht, Mann. Nicht, aber wie schon gesagt, das wollte ich damit ausdrücken. Und das war's eigentlich schon. Mehr Hater-Kommentare hatte ich leider nicht, sonst hätte ich wesentlich längeres Video draus gemacht. Tja, wie schon gesagt, meine lieben Zuschauer, der schönste Sonntag oder Montag, je nachdem, wann ich das halt hochgeladen habe, geht natürlich zu Ende. Ich möchte jetzt nochmals darauf hinweisen, Linkman Reloaded und Pascal, also ist auf Pascal seinem Channel, ist das drauf, das Minecraft Time Paradox, wo ich eine tragende Rolle gespielt habe, sensationell. Ich feiere es immer noch total. Ich ziehe mir das jetzt auf jeden Fall noch rein. Und ich hoffe, ihr schaut natürlich auch mal rein. Wie schon gesagt, hier ist das letzte Video. Falls die Leute das nicht nachvollziehen konnten, was für Hater-Kommentare da kamen, etc. Und ja, Pascals Kanal wegen dem Ding. Und natürlich meine Fratze zum Abonnieren. Für die, die keine Folge mehr verpassen wollen, die heute ganz neu dabei sind und mich vielleicht ganz cool fanden. Also, wie schon gesagt, ich würde sagen, see you next time. Euer Avenger, haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede. Nein!